Da bin ich wieder. Willkommen zu einem neuen Part. Im nächsten Part, im letzten Part hatten wir eine Tabelle versucht und keiner hat sie und sind dann hierhin gekommen zum Turm der Magier. Wir haben dann Kommandant Gregor kennengelernt, der uns die Situation hier aufgeklärt hat. Aufgeklärt hat, hier sind nämlich Dämonen ausgebrochen und terrorisieren Templer und Magier im Turm. Und wir müssen jetzt versuchen, den Obermagier hier, also den ersten Verbrecher, Irving, zu retten und hierhin zu bringen, damit die Magier uns helfen können. Naja, mal sehen. Seid wachsam, Sie können jederzeit angreifen. Boah. Start des Akolyten. Hallo? Befehle, okay. Das Quartiermeister, Händler. Wenn es nur schon vorbei wäre. Wir haben kaum noch Vorräte. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch halten können. Deine Rüstung sieht viel cooler aus als meine. Braucht ihr Hilfe? Die Abscheulichkeiten und Dämonen müssen verschwinden, wenn ihr das meint. Wenn ihr was zu verkaufen habt, wäre das womöglich auch hilfreich. Alles gut, alle hier. Was hast du denn? Stab ist mal besser. Aus was ist das? Arschloch. Boah, Drachenknochen, ey. Na, warte. Ah, warte. Ja, okay, das wäre für Magier. Kälteschaden und. Schaden, ja. Android Segen. Was? Ne? Das war nicht so, dass es möglich ist. Alle Attribute. Efel 100, 106 Gold, wow. Das ist schon heftig. Also falls man so einen Oberboss-Gürtel braucht, kann man den nehmen. Wow. Der Arcane Methodik. Mal hier. Da könnte man den Rucksack erweitern. Dann haben wir andere, glaube ich, erstmal. Nein. Gut. Sie reißen euch auseinander und fressen euch. Ja. Kann man mal probieren. Wie ihr wünscht. Oh ne, ich weiß, was jetzt passiert. Hier war irgendwo was. Wenn ich mich so richtig erinnere. Erkundet den Turm. Gregor hat die Tür hinter dir verschlossen und dich so mit dem Turm angesperrt. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt's, ja, ich bin mit Spoilern. Später zwei Gegner, die man gegen die ich nicht ganz will. Nicht weil ich Angst habe, sondern weil ich die. Weil es noch Babys sind. Ich will nicht gegen Babys kämpfen. Da. Ich bin erfreut. Ja, cool. Jetzt können wir aus dem Ausdruck kommen. Mhm. Ja.
Hi. Nasenbluten. Hier ist der Tempel erstmal gegen Wand geklatscht worden. Was ist hier hinter? Ihr seid es. Nein, bleibt weg von mir. Grauer Wächter oder nicht, ich werde euch erschlagen. Wen? Was tut ihr denn hier? Ich bin eine Magierin des Zirkels. Viel wichtiger ist, warum ihr hier seid. Die Templer lassen doch nicht einfach jeden durch. Ich bin hier, um die Magier um Hilfe zu bitten. Und vermutlich wurde euch gesagt, dass der Zirkel zu dieser Hilfe derzeit nicht in der Lage ist. Warum haben euch die Templer dann reingelassen? Wollen sie jetzt den Turm angreifen? Keine Sorge, das Recht der Auflösung wurde noch nicht erteilt. Aber sie haben es beantragt. Das hatte ich befürchtet. Was hätten sie sonst auch tun können? Gregor glaubt demnach, dass für den Zirkel keine Hoffnung mehr besteht. Vermutlich denkt er, wir wären bereits alle tot. Sie haben uns unserem Schicksal überlassen. Aber selbst eingesperrt in der Falle haben wir überlebt. Wenn sie allerdings das Recht umsetzen, werden wir uns nicht mehr behaupten können. Was ist hier geschehen? Kurz gefasst gab es hier so eine Art Aufstand, angeführt von einem Magier namens Aldred. Nach seiner Rückkehr von der Schlacht bei Ostergar hat er versucht, den Zirkel zu übernehmen. Wie ihr seht, ist sein Plan nicht ganz aufgegangen. Ich weiß nicht, was aus Aldred wurde, aber er steckt sicher hinter allem. Ich werde den Zirkel nicht dem Stolz und der Dummheit eines einzigen Mannes opfern. Also, was habt ihr vor? Ich habe eine Barriere zum Rest des Turms errichtet, damit nichts von innen die Kinder angreifen kann. Solange die Barriere besteht, könnt ihr den Turm nicht betreten. Aber wenn ihr mit mir gemeinsam den Zirkel rettet, werde ich sie bannen. In Ordnung, ich helfe euch. Sobald Gregor sieht, dass wir den Turm gesichert haben, wird er seine Männer bestimmt zurückrufen. Er ist durchaus vernünftig. Gregor wird das nur akzeptieren. Sind die Kinder hier sicher? Petra und Kinnan bleiben bei ihnen. Wenn wir alle Monstren erschlagen, denen wir unterwegs begegnen, kommt keines zu den Kindern durch. Ja, so könnte es funktionieren. Petra, Kinnan, kümmert euch um die anderen. Ich bin bald wieder zurück. Wynn, seid ihr dazu auch in der Lage? Ihr seid bereits schwer verwundet. Vielleicht sollte ich mitkommen. Die anderen brauchen euren Schutz dringender. Ich schaffe das schon. Bleibt hier bei ihnen. Sorgt für Sicherheit und Ruhe. Abvertrauen, wir werden nicht scheitern. Euer Selbstvertrauen ist erfrischend. Doch solltet ihr darauf achten, dass es euch nicht den Blick auf eure Schwächen verstellt. Wenn ihr bereit seid, bereiten wir dem jetzt ein Ende. Hey, wenn das da? Würde ich sagen.
Ja. In der Tat. Ja, das Taktenfeld ist aktualisiert. Jetzt können wir mit den Kindern reden. Habt ihr schon mal eine Abscheulichkeit gesehen? Es ist gut, dass einige Wächter überlebt haben. Wir bedauern den Verlust eurer Kameraden. Logan ist schuld, er hat Königskennen hintergangen. Wir haben von Logan gehört. Ich hätte den Terran nie für einen Verräter gehalten. Woher wisst ihr das? Wynn war in Ostagar. Sie hat uns nach ihrer Rückkehr alles erzählt. Aber warum reden wir von der Vergangenheit? Seid wachsam da drin. So habt ihr euch den Zirkel bestimmt nicht vorgestellt, stimmt's? Ich dachte immer, es wäre sauberer. Ich glaube, das ist die Strafe dafür, dass wir Magier sind. Und deshalb müssen die Templer uns beseitigen. Nein, sag das nicht. Das ist nicht wahr. Ihr verdient es zu leben. Genau wie jeder andere auch. Ihre Schwerter sind wie das Schwert der Gnade, das Andraste zurück zum Erbauer geschickt hat. Ja, es ist nicht besser, wenn Andraste nicht gestorben wäre. Andraste starb wegen der Dummheit und des Stolzes der Menschen. Dafür müssen wir büßen. Die Templer sollen kommen und uns von unserer Schlechtigkeit reinigen. Schrecken dieser Qual hat euch aus dem Gleichgewicht geworfen. Ich werde beten, dass wir unsere verdorbenen Körper verlassen und Frieden beim Erbauer finden mögen. Ein Zauberer! Ja, das ist ja. Okay, da kommen wir. Weiß ich noch mal sagen können, weiß ich nicht. Wir reden noch mit den Kindern. Was ist denn mit den Kindern? Ich hab Hunger. Mutter. Seht nach ihr, ja? Das werde ich, keine Sorge. Ich weiß nicht, ob sie dazu bereit ist. Schon gar nicht nach. Ich mache mir eben Sorgen. Nicht von da. Ich ging gerade hinunter in die Bibliothek, als ich Schreie hörte. Dann kam ein Dämon um die Ecke. Seine Augen waren brennend und böse. Ich war sicher, dass nun alles zu Ende geht. Ich habe geschrien vor Angst. Plötzlich stand Wynn vor mir, wie ein Schild. Und dann Licht und Feuer, Blut und Chaos. Danach war der Dämon tot. Aber Wynn bewegte sich auch nicht mehr. Ich hatte solche Angst, dass sie... Was ist dann passiert? Ich wollte zu ihr und helfen. Und plötzlich bewegte sie sich und hustete. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn sie gestorben wäre. Für mich. Ich bin froh, dass sie überlebt. Seht einfach nach ihr, ja? Vielleicht ist alles in Ordnung, aber sie könnte auch Verletzungen davongetragen haben. Keine Sorge, wir müssen sicher, die wird sich ein bisschen erholen.
Danke. Auch dafür, dass ihr uns helft. Ja, bitte. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. So, Leute. Halt, bevor wir da hingehen, das ist irgendein Event auf, glaube ich. Ja? Praktisch nichts, fürchte ich. Ellie? Was benötigt ihr? Ja? Wollt ihr etwas Bestimmtes besprechen? Falls nicht, sollten wir uns sputen. Die Zeit drängt. Will ich mir mehr über Ultrad erzählen? Aldred, man soll ja sowas nicht sagen, aber ich mochte ihn nie. Er war immer sehr nervös und unruhig. Er war nie ein Mentor für die Schüler, hat nie gelehrt. Der Zirkel war ihm nicht so wichtig. Ihm ging es stets um seinen persönlichen Aufstieg. Scheint ein wahrhaft bösartiger Knabe zu sein. Aldred hat sicher auch positive Eigenschaften und einen ebenso guten Grund dafür, sie niemals zutage treten zu lassen. Es ist eine lange Geschichte. Alles begann nach meiner Rückkehr aus Ostagar. Der Kampf war schrecklich gewesen und ich hatte ihn nur knapp überlebt. Ich war nicht reisefähig, also blieb ich in Ostagar, um mich zu erholen und die Verwundeten zu pflegen. Aldred hingegen brach beinahe sofort zum Turm auf. Als ich schließlich zurückkam, hatte Aldred fast den ganzen Zirkel davon überzeugt, sich Logan anzuschließen. Dem Mann, der uns beinahe alle vernichtet hatte. Dem Zirkel kann ich keinen Vorwurf machen, denn Aldred war sehr überzeugend. Und woher hätte sie wissen sollen, was in Ostagar tatsächlich geschehen war? Wir stecken Aldred und Logan ganz im Verhältnis. Dass das Bündnis mit Logan dem Zirkel zum Vorteil gereichen würde. Denn sobald Logan an der Macht wäre, würde er der Kirche befehlen, uns mehr Freiheiten einzuräumen. Ich habe dem ersten Verzauberer Irving erzählt, was Logan auf dem Schlachtfeld getan hatte und ihn als verräterisches Schwein enttarnt. Irving sagte, er würde sich darum kümmern. Er berief eine Sitzung ein, um Aldred darauf anzusprechen, aber irgendetwas muss schiefgegangen sein. Ich kam gerade aus meinem Zimmer, als ich die Schreie hörte. Sie kamen aus dem Versammlungsraum und kurz darauf sah ich, wie die erste Abscheulichkeit einen Magier tötete. Dann brach das Chaos los. Jetzt schon, wie habt ihr die Finger gefunden? Als erstes fand ich Petra und wir versuchten uns zum Versammlungsraum durchzukämpfen. Wir wollten helfen, aber dann trafen wir auf Irving. Er bekämpfte gerade eine furchtbare Abscheulichkeit und befahl mir, so viele wie möglich in Sicherheit zu bringen. Ich musste gehorchen. Da habe ich Irving zum letzten Mal gesehen. Bereut ihr es, Irving von Logan erzählt zu haben? Ein wenig. Hätte ich nichts gesagt, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, aber sie mussten auch die Wahrheit über Logan erfahren. Was geschehen ist, ist geschehen. Versuchen wir, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wisst ihr, was uns im Turm erwartet? Die Dämonen habt ihr ja schon gesehen. Davon gibt es sicher noch einige mehr. Aber ich fürchte eher die Abscheulichkeiten. Sie sind nicht länger menschlich, nur noch getrieben von ihrer Zerstörungswut. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir überleben. Hoffentlich behaltet ihr recht.
interessiert mich etwas mehr bei euch drin. Obwohl, das können wir später machen. Ja, na komm. Jetzt? Wo Leben auf dem Spiel stehen? Das sollten wir uns für später aufsparen. Na, kann man machen. Außerdem, wozu sollte das gut sein? Ich ziehe es vor, dass meine Taten für sich sprechen. Die anderen bilden sich dann schon ihre Meinung. Dann weiter. Ja, aber dann in den nächsten Part, bitteschön. Also bis dann.